auch Ziel mit, dass ich im schönen Leipzig eingefunden. Ich muss sagen, es ist nach dem Konzert, deswegen sind wir alle etwas mitgenommen, aber wir ziehen das Ding jetzt trotzdem durch. Genau. So, ihr Lieben, euer neues Album Lava. Der Titel ist nicht ganz so provokant wie Antichrist. Was habt ihr euch diesmal dabei gedacht? Ja, was heißt nicht so provokant? Es ist im Endeffekt auch ein Thema, das sich vor allem mit Gefühlen auseinandersetzt. Ist in sich dann eigentlich schon wieder provokant, weil es alles sehr harte und sehr harsche Gefühle sind. Teilweise, also gerade die böse Seite und die gute Seite von Liebe, jedes Gefühl hat zwei Seiten. Und wir wollten uns da einfach mal nähern, diesen wirklich rein animalischen Gefühlen, die es einfach gibt. Was wir bisher nie gemacht haben, wir haben meistens sehr philosophische Arbeiten gemacht, religionskritische Arbeiten. Und das war für uns zum ersten Mal wirklich sehr bewusst, auch mit der realen Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Was war der Grund dafür, zwei Alben zu veröffentlichen? Hätte eigentlich nicht gereicht? Ein Grund dafür wirklich gegeben hat es nicht. Ich glaube mal, es war für uns sehr interessant, mal an so eine Sache ranzugehen, wie wir es immer machen, eben das Konzept fertigzustellen, ein Album zu machen und dann die ganze Sache nochmal komplett wieder zu überarbeiten, komplett neu anzugehen. Das hat der Blume, glaube ich, ausgezeichnet hingekriegt. Und es sind natürlich sehr, sehr tanzbar gemacht, die ganze Geschichte. Also es wird mit Sicherheit auch in der Diskothek funktionieren, aber es sind für sich stehend neue Songs, in dem großen Ganzen neue Songs. Es sind zwar ähnliche Elemente drin, die Texte sind auch gleich, aber es sind im Prinzip neue Songs und du kannst die unterschiedlich anhören, kannst sie abwechselnd anhören. Und das war für uns, glaube ich, und für Blumen speziell für die Produktion auch sehr interessant, einfach mal das fließen zu lassen und danach sich ranzusetzen und nochmal komplett neu zu gestalten. Oft war auch einfach das Problem früher beim Arbeiten bei vielen Songs, dass ab einem gewissen Grad immer eine Limitierung dazu kam, es soll ja auch direkt funktionieren können, zum Beispiel bei Discotheken. Und da war einfach jetzt die Möglichkeit, ganz frei zu arbeiten, gerade beim Clut-Album, ohne jede Limitierung, weil dieser Bereich dann auf dem zweiten Album passiert ist. Stefan Bruno hat vorhin angesprochen, dass er thematisch diesmal auch einige andere Ansätze und neue Ansätze mit drin hat. Wie sind diesmal deine Texte entstanden? Welche Ansätze hattest du dafür? Also das System, wie wir unsere Alben machen, ist dasselbe geblieben. Nur, dass wir dieses Mal eben das Konzept eben das Gefühl genommen haben und von dem her ein bisschen frei sind. Also das heißt, das ist die vorgegebene Weg, den wir entscheiden werden. Und von dem her war es auch sehr interessant für mich, weil ich doch so ein sehr gefühlsbedingter Mensch bin, dass ich sehr viel, sehr schnell auf eine falsche Schulter, glaube ich, und manches, wenn ich irgendwo nicht ernst nehmen sollte, geht einfach so an mir vorbei. Und von dem her war es sehr interessant für mich, so einfach mal so fließen zu lassen. Das ist beim Ende seiner Songs, also beim Ende seiner Musik, das ist immer für mich so, es kommt auf mich zu, und diese Welt wird nicht wahr. Dann sitze ich erstmal da und dann brauche ich so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis ich das bearbeitet habe, diese Gewalt, die auf mich eintritt. So ich bin ein Mensch, ich höre Musik nicht von irgendwelchen musikalischen Strukturen. Ich höre Musik für meinen Körper aus und der Körper sagt mir, was für Musik mir gefällt. Und beim Ding ist es eigentlich, sagen wir mal, bis auf zwei Ausnahmen, die wirklich absolut klassisch waren, wo kein wirkliches Gefühl, wo die entstehen kann, ansonsten war für mich immer der Anlass da, mich zu bewegen, meinen Körper zu bewegen. Und von dem her spricht es mich grundsätzlich an. Und ich habe deswegen auch kaum Schwierigkeiten, mich dort einzufügen und darauf den Lungen auch einen Text zu schreiben. Und dadurch, dass wir uns vorher auch sehr explizit darüber unterhalten, was wir machen wollen, ist es dann für mich auch auf der bewussten Ebene nicht so schwer, dem Ganzen zu folgen und dann auch eben umgehen zu können. Und es war bei dem Album eben sehr schön, weil es eben doch ohne diesem Konzept, zwar ein Konzept da, aber es ist halt gefühlt, kannst du nicht konzeptionieren, das geht nicht, und von dem her doch eher so fließen lassen. Ihr habt dieses Jahr auch 15-jähriges Bandjubiläum. Rechnerisch, ja. Wahnsinn. Ja, und Ja, 89 haben wir Gottes Tod an Silvester gemacht, genau. Silvester 89. Okay, dann haben wir jetzt 15 Jahre Gottes Tod. Und 15 Jahre Gottes Tod, genau. Und nach 15 Jahren, was ist übrig geblieben von Sex und Drugs und Rock'n'Roll? Naja, bei uns war es ja mehr immer, nicht Sex und Drugs und Rock'n'Roll, das bringt er jetzt mit dazu.
Wer ist unser Stecher hier in der Welt? Das ist doch ganz nein, naja, der Gott ist tot schreit, glaube ich, hat weniger mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll zu tun als. Ich weiß gar nicht, wie soll man das bezeichnen? Selbstkasteiung? Keine Ahnung. Alte Schmeißung und ein Herz ins Publikum. Ja, aber Sex and Drugs and Rock'n'Roll, ich meine, wir sind einfach. Das entspricht uns in keiner Form, weil wir einfach keine Rock'n'Roll-Band in dem klassischen Sinne sind, sondern von einem ganz anderen Ansatz, hatten wir uns neulich auch mal drüber unterhalten, von einem ganz anderen Ansatz rangehen. Das heißt nicht, dass wir dabei nicht Spaß hätten, wir haben unglaublich viel Spaß. Oh ja, sehr viel. Und das heißt auch nicht, dass wir keine Drogen konsumieren, aber das heißt auch nicht, dass wir keinen Sex haben. Also wir haben natürlich Sex. Ich nicht. Aber kein Rock'n'Roll. Aber kein Rock'n'Roll. Wir rocken einfach nicht, sorry. Was sagt ihr Leuten, die euch Klischeelastigkeit vorwerfen? Welches Klischee? Ja, grundsätzlich. Ja, es gibt genügend, die sagen, ja, meine Güte, diese ewigen Gruftis. Und weiß Gott was, aber das ist unsere Szene. Ich meine, damit hat jeder in dieser Szene zu kämpfen, dass er, wenn er noch einen Gruft dass er mit diesem Bild, wie er rumläuft, dass da viele Leute assoziieren, das ist auch schon vor 15 Jahren war, Friedhofsschändung, Katzenschlechtung und ähnliches. Also ich meine, damit glaube ich, hat jeder, der auch auf schwarze Seiten geht, tagtäglich zu tun. Und wir stehen da eigentlich ganz glücklich drüber und haben da überhaupt kein Problem, sondern leben das sehr schön aus. Und ich muss sagen, je offener du das auslebst, desto mehr kommt auch von der normalen Welt dafür Verständnis. Ich habe es mir neulich wieder gedacht. Meine Frau hat ja einen neuen Pferdestall gemacht, so eine riesengroße Koppel. Und es sind alles so, naja, eigentlich so Wildwestern-Reiter, also mehr so, so diese Schiene Country Music und ähnliches. Und als wir dann natürlich herkamen, beide natürlich zwei so Gruftelheinzes, haben die uns erstmal alle ganz komisch angeschaut. Dann haben wir ihnen erstmal erzählt, was das ist. Das Wort Gothic konnte sich gar nicht merken. Zwei Tage später meinte er, ah, dieses Goschitz, das finde ich ja echt interessant, das ist ja echt cool. Dann haben wir ihm ein paar CDs mitgebracht und mittlerweile finden diese Country-Fuzis das echt cool. Also insofern, ich glaube, gerade so in der normalen Gesellschaft, je offener du drauf zugehst, desto mehr kommt auch Verständnis dafür rüber. Wir kriegen immer wieder Fanpost von Leuten, die sagen, ja, ihr kennt doch die. Und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, was macht ihr eigentlich auf ihrem Schloss im Wald? Deswegen war ich ein bisschen typischer Teil von euch auf eurem Schloss im Wald. Lange ausschlafen. Ja, von wegen, ne? Naja, sagen wir so, wir leben mitten im Frankenwald, im Naturschutzgebiet quasi, und genießen unser Leben dort in vollen Zügen. Furchtbar viele Tiere. Unser Tierpark besteht mittlerweile aus 7 Katzen, 3 Hunden, 1,5 Ponys, die natürlich nicht auf dem Schloss nur unterwegs sind. Also insofern, wir leben da ein sehr glückliches, sehr familiäres Leben und wollen davon aber gar nicht so viel erzählen, weil das ist echt unsere private Insel. Das ist so ein bisschen wie Robinson Crusoe, der eigentlich im Großen und Ganzen ganz glücklich ist auf seiner Insel. Ja. Eine Frage, die sich stellt, nachdem man schon so lange Musik macht, wie lange soll es noch weitergehen und was wird noch kommen? Im Endeffekt so lange bis morgen fällt. Im Endeffekt, also das geistige Umfang der Körper, eins von beiden wird passieren. Aber bis dahin sind wir alle ganz offen. Schau dir mal die Rolling Stones an, da fragt auch keiner mehr. Da haben die Leute aufgegeben zu fragen, wann hört der endlich auf? Man vielleicht ist ja auch irgendwann so weit, dass uns keiner mehr sehen will. So, was hören sie denn endlich auf, die alten Säcke? Aber ich habe mir gestern wieder gedacht, ich habe gestern TV Total gesehen und wir saßen da auf der Couch, Robert Schmidt bei Stefan Raab, hat reingeguckt, dass er da zu viel schlechten Drogen genommen, wahrscheinlich bei England rausgeflogen ist, ein paar Minuten vorher. Und der Mann ist auch furchtbar alt geworden in dieser Szene und sieht immer noch seinen Weg durch. Und sein Bild ist nicht aufgemacht. Okay, und hier letzte Frage ist wieder ein Thema zum Freireden. Und zwar, in 15 Jahren, wir haben lange überlegt, welche Fragen stellen wir euch mal. Ich wurde im Prinzip alle Fragen schon gestellt. Aber gibt es ein Thema, über das ich schon immer mal reden wollte und wo ich noch nie jemanden gefragt habe? Das wäre jetzt die Gelegenheit, darüber zu reden. Oh
Portugal ist so geil, wir haben dann auch gespielt. Aber mir ist gerade eine Frage eingefallen, die uns noch nie gestellt worden ist, und zwar die, was uns das bedeutet, das zu tun. Ja, also das jetzt hier auf der Bühne zu stehen und das seit 15 Jahren, das zu tun für die Szene, weil wir tun das, denke ich mal, ich spreche dafür für uns drei oder für uns beide, für uns drei, wir tun das wirklich für die Szene, also für die Leute, dass dieses schwarze Gedankengut, was auch immer das bedeuten mag, hat ja jeder seine eigenen Facetten, aber im Prinzip ist es so diese Szene, weil wir damit groß geworden sind. Das ist unsere Ausbrechzeit gewesen, so, wo wir eingestiegen sind. Und das ist bis heute der Fall, dass wir sagen, also umso mehr schwarze Leute auf dem Konzert sind, umso natürlicher von uns im Prinzip im Großen und Ganzen. Wir freuen uns natürlich auch über jeden anderen, aber so der Grund, das Grundprinzip ist wirklich schwarz Gedankengut, weil es eben seit Anbeginn für uns Frieden bedeutet, ein friedliches Miteinander, ein Austauschen und etwas, was total gegen die Gesellschaft geht, ja? Wo Punks wirklich gescheitert sind, weil sie halt irgendwann gewalttätig geworden sind, wo Rocker irgendwann gescheitert sind, weil sie irgendwann halt durchgetickt sind durch Drogen und sonst irgendwas. Und die Szene, die schwarze Szene, hat sich bis heute wirklich bewahrt. Die Subkultur in sich selbst wachsen zu lassen, ja, ohne äußeren Einfluss. Und das ist wirklich, also, schön. Ich danke euch sehr für die Zeit. Es hat auch Spaß gemacht. Ja. Und du hast jetzt eine super liebe Kritik geschrieben. Ich war ja ganz gerührt. Ja, wo ist mein Umschlag mit dem Geld jetzt? Berechenbar. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ja, von euch da draußen möchte ich mich auch verabschieden. Kommt gut durch die Nächte. Stay dark, stay dark.